Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play Forza Horizon 2. Ja, wir sind hier nach wie vor noch unterwegs in unserem coolen Bowler und ja, ich habe mir jetzt mal überlegt und gedacht, dass wir heute mal ja bisschen die die Forza oder beziehungsweise das die Forza Horizon 2 Welt unsicher machen. Und zwar habe ich mir vor oder habe ich vor mir nämlich beide Scheunenfunde zu holen. Und da würde ich sagen, setzen wir uns hier einfach mal einen Wegpunkt. Da das eh relativ Offroad ist, würde ich sagen, wir belassen es direkt beim Bowler. Und ja, gehen dann mit dem jetzt auf die Suche. Ist ja auch ein ganz akzeptables Fahrzeug auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, da werde ich jetzt auch gleich mal wieder ein bisschen... ja, ist das schon mal nicht. Nee, da werde ich auf jeden Fall... Ich glaube, das geht wieder nicht... Nein, geht wieder nicht gut. Werde ich auch gleich ein bisschen wieder Cockpit-Perspektive fahren, wisst ihr Bescheid. Und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht auch ein paar Fähigkeitenpunkte noch sammeln und so weiter. Ihr kennt das ja alles, ne? Und ja, wie gesagt, da müssen wir mal gucken, ob wir die... Ja. Boah. Boah. Ob wir die Scheunenfunde so einfach und so schnell finden. Das ist die große Frage. Das werden wir dann mal sehen, ne? Wisst ihr Bescheid? So, wir heizen dann hier mal kurz übers Horizon Festival durch. Nehmen hier den Blitzer noch mit, der hier steht. Weiß eh nicht, ob wir hier unsere Top-Zeit oder Top-Marke unterbieten können. Ja, so ist es. So, aber wir heizen jetzt ein bisschen durch. Können wir auch ein bisschen wieder in die Cockpit-Sicht schalten. So bei 2,50 ist auch so ungefähr Schluss, ne? Mit dem Bowler hier, aber das ist ja auch eher wirklich ein Geländefahrzeug und ja, kein ganz normales Straßenfahrzeug, aber trotzdem 2,50 für so einen fetten Geländewagen. Wenn ihr euch das mal vorstellt, das ist schon wirklich nicht ganz so schlecht, liebe Leute. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich aua, so mein Folgenziel für heute. Aber das schaffen wir so. Wir sind nur hier. Ja, oder... Aua, das ist auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Wir müssen irgendwie versuchen, innen am Verkehr vorbeizukommen. Ja, so zum Beispiel. Uappa. Aber er ist ja hier gut Offroad erprobt. Ist ja gar kein Problem. So, ich muss nur kurz meinen Fernsehsound ein klein wenig leiser stellen. So. Und dann können wir wieder abgehen. Hier nochmal rüber. Oh oh, Bäume. So, hier wieder auf die Straße. Okay, auf die Straße, ja. Da fahre ich mal lieber wieder außen an Sicht, weil die Straße ist dann doch eher ja, eher ein Feldweg als eine Straße. Ach so, ich... Ja, okay, gut. Wenn da oben auch die Straße ist. Aber wir können eigentlich direkt von hier... Aua. Vielleicht mal einen Blick erhaschen auf das Feld, weil es liegt ja direkt vor uns hier. Dann gucken wir mal, ob wir die Scheune direkt finden. Das passt ja dann schon eigentlich relativ gut. So. Da wären wir doch. Wow, shit, da driftet es mich einfach weg. Sehen wir denn hier irgendwo Häuser? Das ist mal die erste Frage. Ist jetzt so direkt noch keine. Hier oben vielleicht. Bin mir nicht sicher. Oder hier irgendwo. Oida. Hoppa. Oida. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Steinwand. Aber es sieht wahrscheinlich nicht nach Scheune aus, ne? Oder komme ich hier durch? Komme ich hier rein? Nein, natürlich nicht. So. Also hier ist schon mal nichts. Aber es hätte gepasst, ne? Es hätte irgendwie gepasst. Denn die Häuser da unten sind auf jeden Fall außerhalb des Gebietes. Wie gesagt, irgendwo hier müsste das die Scheune, das Häuschen stehen. Wäre jetzt wieder geil gewesen, gell? So wie beim letzten Mal. First Try und so. Wären wir direkt da gewesen. So, und hier außen, was ist hier? Was ist hier? Ist aber auch nichts, oder? Oder ist das da hinten die Scheune? Oh, ich glaube, wir sind fündig. Nee. Hier ist ein XP-Schild. So.
Aber hier ist keine Scheune. No Scheune. Jetzt wird es natürlich super Wetter, um eine Scheune zu suchen, ne? Wenn es jetzt hier so anfängt zu pissen. So, ganz stark. Warte, ich gucke mir jetzt gerade nochmal auf der Weltkarte. Vielleicht, da kann man doch reinzoomen, oder? Aber ja, wahrscheinlich eher nicht ganz weit genug, wie es ausschaut. Müssen wir mal gucken. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir da auch ganz genau waren. Das sehe ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, da müssen wir einfach so weitersuchen. Ja. Wie gesagt, hier war leider nichts. Mal gucken, wo das jetzt ganz genau ist. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal den Rand ab, oder? Ich schätze mal, das ist so gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Dass wir irgendwo einfach am Rand rumfahren. Und vielleicht sehen wir ja irgendwas. Vielleicht auch so, wenn wir mal hier ein bisschen mehr in die Mitte wieder schauen. So, aber hier sind wir jetzt eigentlich fast am... Hier ist auch wieder so ein Wald, da könnte auch irgendwo vielleicht was stehen, ne? Aber hier ist auch direkt eine Straße, ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Wuppa. Warten. Nee, ich dachte gerade, das wäre ein Zaun. So. Na, das ist, kann nicht deren Ernst sein, oder? Auf der anderen Seite wird es nicht stehen von der Straße. Oder schätze ich mal? Nee. Aua, danke. So, komm, Stoff. Wenn möglich, bitte wenden. Aber das könnte wirklich auf der anderen Seite sein, ja? Könnte es wirklich? Ah, gut. Egal, erstmal. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal weiter am Rand entlang. Oh, hier ist so ein kleiner Hügel. Das ist nicht euer Ernst, oder? Alter Schwede. Ich glaube, wir haben die Scheune gefunden, aber, krasser Scheiß. Ja, okay, das siehst du auch von der Straße nicht. Ah, doch, vielleicht von da hinten. Aber nice one. Sehr gut. Top. Unser zweiter Scheunenfund. Jetzt bin ich gespannt, was drin ist. Wow, fantastisch. Zwei Funde in Folge. Ob der so gut ist wie letztes Mal? Apropos Klassiker. Ist das ein US Army Jeep? Himmel, der muss schon seit dem Krieg hier stehen. Ist jetzt ausgemustert, sozusagen. Geiles Teil auf jeden Fall. Taugt mir. Ich mache ihn wieder fahrtüchtig. Nein, ich mache sogar ein Sahneschnittchen draus. Ich sag Bescheid, wenn du ihn abholen kannst. Alles klar. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir noch ganz hier hoch tingeln, ne? Boah, shit, Mann. Das sind aber auch wieder... Oh, gute 9 Kilometer. 9 Kilometer auf der Uhr. Ja, sieht man wirklich nicht. Aber hat auf jeden Fall... Ich wollte erst abdrehen, so ich denke mir so. Ja, direkt da an der Straße wird wohl nicht stehen, oder? Und dann, ja, hatte ich doch Glück. Das war wirklich jetzt mehr Glück. Muss ich ja jetzt schon mal ehrlich sagen. Was, wieso wenden? Boah, shit, Alter. Ich glaube, ich habe ein bisschen was... An der Lenkung habe ich auf jeden Fall ein bisschen was weg. Weppa, und hier drüber. Ey, meine Lenkung ist nicht mehr so ganz normal. So, da vorne wäre auch noch eine Fahrspaßliste, aber die nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Wie gesagt, mein Ziel ist es in der Folge, beide Scheunen für Funde auf jeden Fall mal komplett zu machen. Ja, ich weiß, das Auto sind wir jetzt schon relativ viel gefahren, aber ist jetzt erstmal wurscht. Ist ja jetzt erstmal egal auf jeden Fall. Ich bin auch... Aha, da ist zu viel Wald wahrscheinlich, um da jetzt mal schnell querfeld einzudüsen. Deswegen ist das eher nicht so. Und da müssen wir halt auch schauen. Uiuiuiui. Inwiefern wir auch in der nächsten Meisterschaft, was wir da fahren. Bin ja auch schon gespannt drauf wieder. Aua, das war nicht so toll. Habe ich eigentlich gedacht, ich komme vorbei. Der SLS oder der SL behindert mich da gerade ein bisschen. Ist ja ein SL, nicht
diesen SLS. Mensch. Ja, irgendwie habe ich die Befürchtung, dass unser Auto ein bisschen was abgekriegt hat. So, und ich versuche jetzt einfach mal die Abkürzung zu fahren. Das sollte doch sicherlich machbar sein, oder? Auf jeden Fall. Und da ist auf jeden Fall hier irgendwo noch eine Tafel. Ich steuere eigentlich gerade direkt drauf zu. Da ist sie doch. Wappa. Und direkt nochmal eine Tafel kaputt gemacht, so wie ich das sehe. Mensch, komm schon. Ab geht die Post. So, jetzt sind wir hier wieder on the street. On the street. Da vorne ist direkt noch ein Blitzer. Ich glaube, den hatten wir schon, oder? Bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube schon. Aber man kann ihn ja immer wieder aufbessern, ne? Das ist ja immer das Tolle. Ja, weiß ich. Ich fahre hier durch. Ich glaube, hier fahren wir jetzt echt mal ein bisschen Offroad, weil das sollte gehen. Sollte auf jeden Fall gehen, wenn es nicht irgendwelche Zäune gibt hier, die ich nicht kaputt fahren kann. Dann sollte das eigentlich wunderbärchen funktionieren. So. Ach, die. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Ja, besser, aber auch nicht. Perfekt. Uiuiui, das war eine knappe Sache. Aber wir sind schon. Aua. Wir sind schon gleich da, ne? Aber das ist ein Paradies für mich, denn ich mag Bäume. Ich küsse gerne Bäume. Das ist aber wirklich. So ungefähr jeder hat das hier in dem Spiel, gell? Alter Schwede, und das ist Nacht und es ist Wald. Alter, wie willst du hier was finden, ey? Da hinten hat irgendwas geleuchtet auf jeden Fall. Da hat irgendwas geleuchtet. So. Aua. Mensch. Nein. So nicht. Na komm, nicht so weit. Alter. Ich habe da hinten irgendwas leuchten sehen. Aua, schon wieder der Baum. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu weit weg, ne? Da hinten, das ist nur die Straße. It's only the street. Steht er vielleicht hier wieder irgendwo so am Rand? Bin mir nicht sicher. Ich halte jetzt alles für möglich hier. Aber da komme ich nicht rum, ne? Da ist so ein Wall. Da oben leuchtet irgendwas. Da oben leuchtet irgendwas. Aber ist die so offensichtlich? Das ist wiederum die andere Frage. Oh, 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 oh. Und, aua. Und ist das genau im halt dem Gebiet, ist die Frage, ne? Ist das noch im Gebiet? Wie gesagt, das ist das perfekte Auto hierfür. Nein, das ist nicht mehr im Gebiet, oder? Doch, das hier schon noch. Aber das ist nur ein ganz normales Haus, ne? 200 Meter nach links abbiegen. Ja, das ist nur ein ganz normales Haus. Und ich glaube, das ganze rechts ist nicht mehr im Gebiet, oder? Wenn es mir nicht täuscht. Alter Schwede. Aber ich sehe auch sonst nichts hier irgendwie. Schwieriges Ding. Hier ist auf jeden Fall noch eine XP-Tafel. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Sollte jetzt eigentlich direkt da vor mir stehen. Sehr gut. Ja. Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wo das genau ist. Sommerschlussverkauf. Alles klar. Jo. Das ist jetzt hier die große Frage, ne? Alter, der Controller vibriert so leicht, das ist ätzend. So, hier ist ein Weg. Nee. Boah. Oh, da habe ich was leuchten sehen. Aber das ist nur. Nee, das ist nur die Straße. Mensch. Die irritieren einen aber auch, das ist abartig. Eieieiei. Okay, es wird zumindest schon mal Tag. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil. Da oben, das ist ja die Burg, ne? Das ist ja die Burg. Boah. Schiat. Ja, oder wir nehmen wieder den.
Ihr wisst Bescheid, den Außenrun. Ich weiß es ja nicht. Man müsste halt mal irgendwie auf so einen hohen Punkt kommen, wo relativ freie Sicht ist. Da sehe ich noch irgendwo... Ach nee, das ist nur wieder... Alter, gefunden. Ich dachte eher, das war wieder der Ding vom Staudamm. Alter! Ja, aber das ist echt richtig gut versteckt. Und ich habe gedacht, das wäre die Wand vom Staudamm. Krasser Scheiß. So, nächster Scheunenfund. Gucken wir mal, was hier drunter versteckt ist. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Du hast einen guten Riecher. Das lohnt sich bestimmt. Oh mein Gott, was für ein Fund. Mein Onkel ist immer mit so einem auf dem Horizon Festival gewesen. Sehr, sehr geil. Hippie-Bus. Ich komme direkt an die Arbeit. Ich kann dir keinen Rennwagen versprechen, aber er wird in jedem Fall toll aussehen. Richtig nice, liebe Leute. Richtig geil, so ein Ding. Und ich wollte mal hier, was mein Driver-Tar eigentlich geschafft hat, so. 5200, okay. Richtig nice einfach. Und, ach ja, ich wollte auch noch mal hier so Fortschritt gucken. Wir hatten 2 Boni. Ach so, wir wollten ja 5 ansparen, richtig. Ich war jetzt schon irgendwie so weit, dass wir den schon hatten. Ah, den haben wir ja noch nicht. Nee, den haben wir ja noch nicht. Stehen wir schon wieder bei 17 Minuten. Und ich würde sagen... Wir werden jetzt zurückfahren, hier unten nach Castelletto, Autotour fortsetzen nach Montelino. Ach fuck, das wäre eh da oben, gell? Oh Mann, ich Idiot. Wenn möglich, so, Ach Quatsch, wir wenden nicht, wir fahren geradeaus weiter. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, da fahren wir jetzt noch hin. Je nachdem, wie lange wir da jetzt noch hin brauchen, ist halt die gute Frage. Wie gesagt, wie lange wir da jetzt noch hin brauchen und ja, da müssen wir mal gucken, was wir noch machen und was wir schaffen. Ja, aber ich denke, die 6 Kilometer, die haben wir ja schnell runtergerobbt, so ein bisschen. Ah, meine Lenkung zieht hier nach links. Uiuiuiui. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, also neue Meisterschaft würde ich auf jeden Fall schon gerne nochmal auswählen. Na, gucken, was wir jetzt so noch haben. Und jetzt hier kommt, das geht doch. Ach, das war... Ah, aber der geht, wenn ich ein Stück weiter nach links springe. Einfach hier ein Stück... Oh, das war vielleicht ein Stück zu viel. Ja, das war ein Stück zu viel. Ah, das geht. Oh, shit. Nein, das geht nicht. Jetzt geht's wirklich nicht mehr. Da müssten wir... Bremsen auf jeden Fall. Boah, das zieht er mir direkt in eine Richtung. Ah, hier, das sollte gehen. Webba. Jawohl, geht auch. Jetzt hier rum. Rum im Heck. Jawohl, da kommt der Evo rausgeschossen, oder? Das war doch ein Evo. Wenn es mich nicht täuscht, so wieder ein bisschen Cockpit-Sicht. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Oh, aber vorher drehen wir natürlich erstmal am Rad. Das ist jetzt mein Spruch beim Wheelspin. Wir drehen ein bisschen am Rad. Ja, 14.000 Credits. Nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber egal. Oh shit. Das war. Aber hat gepasst. Und jetzt fängt es wieder an zu pissen. So. Oh, da war der X-School Drill X oder so. Ich weiß nicht, ich habe so komplizierte Namen, ey. Unglaublich. Das ist abartig. So. Mal gucken, können wir ein bisschen querfeld einfahren? Ich denke mal schon, oder? Ich sehe zwar kaum was hier in der Cockpit-Ansicht, aber... Webba, sollte schon gehen, ne? Der Bowler ist ja so einiges gewöhnt. Boah, aber nicht querziehen. Nicht querziehen zu meinem Nachteil. Oh, hat gerade so nochmal gepasst. Oh, da ist ein Schild. Da ist ein Schild, das habe ich doch gerade gesehen. Wenn wir schon mal hier sind. So, 1000 waren das, glaube ich, ne? 1000 EP. Ja, schon mal nicht schlecht, ne? Kann man sich nicht beklagen. Die 7.5er werden natürlich noch geiler, aber
natürlich immer so die Sache, die zu finden. Und es gibt ja auch noch 10.000 EP, ne? Schilder. Das ist auf jeden Fall auch noch. Aber wie gesagt, ich schätze, die sind dann sehr, sehr gut versteckt. Und wie gesagt, Hauptaugenmerk liegt erstmal unser erstes. Es gibt ja zwei Horizon-Finals, so viel weiß ich ja schon. Es liegt ja erstmal darauf, aua, Fokus darauf, unser erstes Finale erstmal freizuschalten und zu schaffen. Ah, der Drift geht. Müssen einfach noch ein bisschen mehr ziehen und dann klappt das schon. Ah, habt das gesehen? So, ich glaube, hier waren wir doch bestimmt schon mal schneller unterwegs, ja. Sage ich doch. Aber nicht viel. Hey, Kumpel. Auch unser. Oh! Du kannst ihn im Fuhrpark abholen, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Der Jeep ist schon fertig. Krasser Scheiß. Das ging jetzt aber mal richtig fix. Jeep, ich weiß nicht. Habe ich jetzt nicht so den Bezug zu. Werden wir uns auf jeden Fall auch alle mal anschauen. Aber auf jeden Fall, was ich richtig Bock habe, vielleicht den Bulli mal ein bisschen hoch zu tun. Da hätte ich auf jeden Fall Bock. Gucken wir mal, was man mit dem alles so machen kann. So, Autotour fortsetzen. Jetzt gucken wir mal. Autotour fortsetzen nach Montelino. Hey Mann, ich will nicht nerven, aber jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt für einen neuen Wagen. Auf dem Weg zu unserem nächsten Halt kannst du dich einfahren, bevor es wieder ernst wird. Ja, mit den Hypercars, das ist mir alles noch ein bisschen zu vage. Da stehe ich jetzt noch nicht so unbedingt dick drauf. Und Hot Hatch hatten wir erst, auch wenn es Retro Hot Hatch ist. Ich glaube, wir nehmen mal die Retro Muscle. Ich glaube, die nehmen wir mal. Und dann bin ich mal gespannt, was es da für Karren gibt. SVT Cupra R. Und dann natürlich ein Chevrolet Camaro. Ein Pontiac Firebird Trans M. Hier sind es aber nicht die ganzen Autos, die mich so flashen. Boah, die Viper, die ist schon geil, gell? Die Viper ist wirklich schon geil. Und die SVT Cupra von Ford ist auch nice. Aber ich glaube, ich nehme die Viper. Die ist nochmal ein bisschen biestiger. Ist zwar schon A von Haus aus, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So, empfohlene Designs. Gucken wir mal, gibt's da was Schönes? Oh, Alter, in dem Rot. Oh, Alter, ich glaube, das Grün-Schwarz, das nehme ich. Obwohl, Alter, da gibt's richtig Hammer-Designs. Auch das ist geil. Alter Schwede. Gibt's richtig. Oh, nee, das gefällt mir gar nicht. Oh, das ist auch nice. Aber ich glaube, ich nehme den Viper-Look. Den Viper-Look hier. Hoppala, hier. Das nehme ich. Das schaut richtig Hammer aus. Wie gesagt, nur noch geilere Felgen drauf. Bisschen größere Felgen. Mit Credits auf jeden Fall kaufen. Und dann dann geht da richtig was vorwärts, glaube ich. Nices Teil. Okay, jetzt werden wir auf jeden Fall noch nach Montelino fahren. Das schätze ich, werden wir in der Folge noch machen. Und Tuning und so werde ich dann wieder auf nächste Folge verschieben. Mal gucken wir mal, ob wir die 4 Meisterschaftsrennen auch schaffen. Alle in der nächsten Folge. Sollte aber eigentlich gehen. So. Wir haben heute ein paar richtig gute Leistungen gesehen. Das letzte Rennen war heftig. Die nächste Etappe unserer Autotour führt uns rüber nach Montelino. Oh, und die Leute am Straßenrand wollen eure Fahrzeuge sehen. Also gebt ihnen einen Grund zum Jubeln. Alles klar, dann gucken wir mal. Ah, warte mal. Erstmal ganz schnell Soundcheck, ne? Hoppala, sorry. Alter Schwede, ist das geil. Ich glaube, das ist mit dem SLS der geilste Sound, den wir bis jetzt in der Garage stehen haben. Wenn möglich, bitte wenden. Gut. Wir setzen das Ding erstmal schön gegen die Festivalwand. Zaun. Alter, guck mal, wie die quer geht. Alter. Alter, komm mal kaum vom Fleck. Alter Vater! Und was die für einen Sound hat! Boah! Ich glaube, da klatsche ich nur noch Rennreifen drauf und ich lasse die einfach so. Und fahrwerkstechnisch, ich glaube, Leistung, da mache ich gar nichts an der. Alter Falter! Nices Teil auf jeden Fall. Ja, bisschen oben fehlt. Oh, verdammt! Bisschen oben fehlt es an Power, meiner Meinung nach. Alter!
fucking Benz, ey. Ey, das klappt echt nicht, oder? Das klappt nicht. Ich muss da anbremsen. So. Oder ich fahre hier weiter innen einfach. Auch dann nehme ich ihn mit. Aber egal. Alter Verwalter. Also auf jeden Fall, was eine Möglichkeit wäre, wäre besseres Getriebe. Und ja, bisschen was am Grip. Also das ist zwar als Fun-Auto vielleicht ganz geil, aber wie gesagt, ein bisschen Grip brauchen wir dann doch schon. Ach ja, Cockpit wollte ich euch jetzt noch zeigen. So schaut das Ding von innen aus. Nice, auf jeden Fall. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Richtig geil. Richtig der Hammer. Und er sagt abbiegen, aber ich glaube, wir fahren noch mal kurz querfeld ein. Hoppa! Das kann doch die Viper auch. Ist doch gar kein Problem. Oh Gott. Man sollte nur allerdings nicht zu weit fahren, ne? Weil das ist nicht gut. Aber so hat sie jetzt Grip irgendwie. Aber jetzt. Ah ja. Ah doch, da liegt schon das Drehmoment an. Das merkt man schon. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was sie so standardmäßig drin hat. Wir haben auch relativ... Ja, was hätten nicht Zeitnot, aber die Zeit ist schon relativ knapp bemessen hier. So, der eine ist hier im Bowler unterwegs. Ja, ich mag Querfeld ein. So, es gibt auf jeden Fall wieder Gurtpunkte hier. Und Blitzer, zack. Ach nee, war andere Richtung. So, und einen neuen Fähigkeitspunkt verdient. Wow, shit. Eieiei. Aber ein richtig nices Teil auf jeden Fall. Sehr geil auch vom Sound her. Ja, jetzt sieht sie zwar schon ein bisschen mitgenommen aus. Alles egal. Rapper, und jetzt sind wir doch schon hier. Und rein zum Zielort. Zack. Willkommen bei Montelino. Ja, ist ja schon das zweite Mal, dass wir jetzt hier sind. Das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, so leistungsmäßig werden wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge nichts machen. Das hier ist die 80s and 90s Muscle Meisterschaft. Such dir aus, welches Rennen du zuerst fahren willst. Jo, alles klar, liebe Leute. Da würde ich sagen, wir knöpften uns als allererstes mal das Rennen hier unten vor, weil das ist ganz einfach da unten. Und ja, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Forza Horizon 2 hier mit Mr. Easy Racer und mit der geilen Viper. Also, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sagt ciao, servus und bis dann.